Wir leben Wrestling. AEW-Star vor Karriereende? Adam Cole droht nach seiner Verletzung bei der Großveranstaltung Forbidden Door womöglich das endgültige Aus im Wrestling-Ring. Das berichtet Dave Meltzer vom Wrestling Observer Newsletter. Einige Leute aus Coles Umfeld seien sehr besorgt um den 33-Jährigen. Er war im Juni nach einem Match im Ring kollabiert und wurde sofort ärztlich betreut. Besonders AEW-Boss Tony Khan soll Cole momentan dazu raten, seine Karriere zu beenden, da Khan bereits bei Bryan Danielson ein schlechtes Gefühl wegen seiner Verletzungsvorgeschichte habe. Kenny Omega kehrt zu New Japan zurück. Nachdem Will Ospreay seine IWGP United States Championship bei Stardom verteidigen konnte, erschien Kenny Omega auf dem Bildschirm in der Halle. Omega forderte das von vielen herbeigesehnte Match gegen Will Ospreay bei Wrestle Kingdom 17 ein. Ospreay akzeptierte. Damit kehrt Omega am 4. Januar für ein Match nach Japan zurück. Ob in diesem Match auch Ospreys US-Titel auf dem Spiel steht, ist bisher nicht bekannt. Achtung! Die folgenden Meldungen enthalten potenzielle Spoiler zu WWE SmackDown und AEW Full Gear. Kevin Owens ist zurück. Bei der aktuellen Ausgabe von Friday Night SmackDown wurde Owens als das fünfte Mitglied des Teams angekündigt, das bei der Survivor Series gegen die von Roman Reigns angeführte Bloodline antreten wird. Owens kehrte zu diesem Anlass nach langer Abwesenheit wieder in die TV-Shows zurück. Aktuelle Pläne sehen wohl eine Fehde mit seinem alten Tag-Team-Partner und dem aktuellen Bloodline-Mitglied Sami Zayn vor. New Japan Star erhält Titelmatch bei Dynamite. Nachdem Chris Jericho seine Ring of Honor World Championship bei AEW Full Gear erfolgreich gegen Sammy Guevara, Bryan Danielson und Claudio Castagnoli verteidigen konnte, wurde er Backstage von Orange Cassidy konfrontiert. Dieser brachte seinen Freund und New Japan Star Tomohiro Ishii als nächsten Gegner für Jericho ins Spiel. Jericho akzeptierte, womit Ishii am Mittwoch bei Dynamite um den Ring of Honor World-Titel antreten wird.